Jetzt haben wir hier jemanden sitzen, der gegen Bayern auch gespielt hat. Ist der Unterschied so krass? Ja, der Unterschied ist schon krass. Zu anderen Mannschaften auch, zu Dortmund, Leverkusen, die kannst du schlagen an einem guten Tag. Aber Bayern, 15 Spieler, die an dem Tag spielen, müssen einfach für zwei laufen. Jeder muss Glück haben, dass Bayern einen schlechten Tag hat. Vielleicht den Schiri auf deiner Seite, keine Ahnung, vielleicht ein Standardtor. Es muss alles passen einfach. Es muss ein Sechser im Lotto sein, dass du Bayern schlägst. Ich habe auch gegen Real und Barcelona gespielt. Barcelona und Real Madrid, wenn die gegen eine kleinere Mannschaft spielen, die nehmen dich nicht ernst. Das heißt, du kannst gegen die treffen. Du kannst auch 2-0 in Führung gehen, bis sie irgendwann reden und dann knallen sie dich weg. Bei Bayern ist so, 1. bis 90. Minute ist einfach, die wollen dich zerstören. Und die hören auch nicht bei 6-0 auf, die treten noch auf dich rauf. Wenn du am Boden bist und wollen noch ein 7., ein 8. machen. Also die Mannschaft, gegen die ich gespielt habe in meiner Karriere, die einfach niemals aufhört.